Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung für die deutsch-israelische Gesellschaft. Ich freue mich, darf ich noch mal sagen, sehr, dass ich Sie leibhaftig vor mir sehe in allen drei Dimensionen. Ich hoffe, das bleibt auch so in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr. Vielen Dank an die jüdische Gemeinde, dass wir hier zusammenkommen können. Der Ort passt aber ja auch zu dem Thema des heutigen Abends, die russischsprachige jüdische Immigration und die Israelis in Deutschland, Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft. Wir haben auf unserer Zeitreise durch 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland, also das waren die Stationen nach die Blütezeit des Mittelalters, die Schrecken der Kreuzzüge und der Pestpogrome, die Rückkehr ins gesellschaftliche und ökonomische Leben als Händler und Hoffaktoren, der Aufbruch der Moderne. Wir kommen heute dann nach dieser Reise in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart an, dem wiedererstarken jüdischen Lebens, auch in Bremen, durch die Zuwanderung von Jüdinnen und Juden aus allen Staaten der früheren Sowjetunion, vom Baltikum über Russland und die Ukraine bis nach Kasachstan. Vorbereitet durch einen Beschluss der letzten, gerade noch DDR-Regierung, das wissen nicht viele, das hatte ich zum Beispiel auch vergessen, dass das die Ersten waren, die das beschlossen hatten, hat die Ministerpräsidentenkonferenz im Januar 1991, vor 30 Jahren jetzt, der Zuwanderung dieser Menschen mit dem Rechtsinstitut des Kontingentflüchtlings einen legalen Rahmen gegeben und damit ihre Aufnahme möglich gemacht, ja eine Zeit lang, glaube ich, auch faktisch gefördert. Bis 2005 kamen auf diesem Wege rund 220.000 Menschen nach Deutschland. Danach, nach diesem Datum viel weniger, weil seitdem die Voraussetzungen sehr viel restriktiver gefasst sind. Viele haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, aber längst nicht alle. Einige sind auch weitergewandert und viele, das wissen wir, sind inzwischen verstorben. Knapp die Hälfte, das sind aber alles Zahlen, die ich aus anderen Quellen nur habe, fand wohl den Weg in die jüdischen Gemeinden, auch weil viele nach den halachischen Regeln nicht als jüdisch angesehen wurden, also weil sie keine jüdische Mutter hatten. Aber diejenigen, die in die Gemeinden fanden, bildeten und bilden seither überall das Rückgrat der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Und Sie wissen, sie stellen ungefähr 90% der gut 100.000 Gemeindemitglieder in Deutschland. Ihre Einwanderung ist der Glücksfall für das Wiederaufblühen jüdischen Lebens der Gegenwart bei uns und hoffentlich auch der Zukunft. Aber das liegt ja auch an uns. All das, diese kurze Skizze, ist Grund genug, dass wir uns heute Abend mit Ihnen diesen letzten Abschnitt jüdischen Lebens genauer ansehen wollen. Bis hin zu der erstaunlichen Tatsache, dass Deutschland, vor allem Berlin, aber auch andere Städte, inzwischen eine attraktive Adresse für junge Juden aus Israel geworden ist. Und die Frage ist, welchen Einfluss wird das haben? Wir freuen uns sehr, dass wir für die Erläuterung und die Einordnung dieser Entwicklung mit Dr. Olaf Glöckner, einen ausgewiesenen Kenner, haben gewinnen können. Herr Glöckner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam und Lehrbeauftragter für jüdische Studien und Geschichte an der Universität Potsdam. Er forscht zu den Schwerpunkten jüdische Migration, europäisches Judentum nach 1989, also genau das, worüber wir heute reden wollen, deutsch-israelische Beziehung und moderner Antisemitismus. Herr Glöckner, herzlich willkommen bei uns in Bremen. Danach wird Herr Glöckner seinen Vortrag diskutieren mit Dr. Grigori Pantelejew. Ich glaube, ich brauche ihn als zweiten Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Bremen in diesem Haus wohl nicht weiter vorzustellen. Ich will nur hinzufügen, dass Herr Pantelejew 1994 aus Moskau nach Bremen gekommen ist. Und schließlich soll dann auch Zeit sein für Ihre Fragen und Anmerkungen, das ist klar. Wir machen das so, Herr Glöckner beginnt mit seinem Vortrag, dann kommt Grigori Pantelejew hier vorne dazu. Die erste Weile, denke ich, werden Sie untereinander diskutieren und dann kommen Sie dran mit Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum. Dann werde ich mich wieder einmischen. Herr Glöckner, Sie haben das Wort. Ja, Herr Kuhn, vielen Dank für diese freundliche Einführung und vielen Dank für Ihr Kommen und für das Interesse an diesem Thema. Es ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, zwei Zuwanderungsgruppen innerhalb der letzten 30 Jahre gemeinsam unter die
Lupe zu nehmen. Also es wird vieles, wird notwendigerweise ein bisschen oberflächlich bleiben. Aber ich habe mir gedacht, es lohnt sich, diese beiden Gruppen unter eine thematische Klammer einfach mal zu bringen, weil es doch beides große Überraschungen gewesen sind. Dass eine doch größere Zahl mit unterschiedlichem Hintergrund, aber mit jüdischem Hintergrund aus unterschiedlichen Ländern sich in größerer Zahl entscheidet, Deutschland zum Lebensmittelpunkt zu machen. Und die Gruppe der russischsprachigen Juden ist natürlich schon länger dabei, hat die Gemeinden ein Stück mitgeprägt. Dazu werden wir dann im Prinzip auch gleich kommen. Die Israelis, das ist eine neuere Gruppe, dort kann man noch nicht allzu viel quasi dazu sagen. Aber für den Beginn möchte ich einfach erstmal eine Frage in den Raum stellen, die vor 30 Jahren im Prinzip eher einer Provokation gleichgekommen wäre, zumindest Ende der 80er Jahre. Gibt es ein neues deutsches Judentum? Oder wird es langfristig ein neues deutsches Judentum geben? Wenn man diese Frage am Ende der 80er Jahre zur Diskussion gestellt hätte, auf öffentlichen Podiumsdiskussionen oder in den Gemeinden selbst, hätte man natürlich nur ein verständnisloses Kopfschütteln geerntet. Und auch heute kann man diese Frage natürlich versuchen, aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln zu beantworten. Viele würden sicherlich der These zustimmen, ja, es gibt wieder ein neues Judentum in Deutschland. Aber was soll das sein, ein neues deutsches Judentum? Wir werden aber sehen, dass die beiden Gruppen, um die es dann heute Abend geht, mit dieser Frage natürlich sehr viel zu tun haben. Ja, und man könnte natürlich auch ganz am Ende ein Stück den Ausblick machen und danach fragen, wie kann die Zukunft nach diesen beiden Zuwanderungswellen, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben, die eben auch in den Gemeinden ein Stück angekommen ist, wie kann die Zukunft aussehen für ein solches neues deutsches Judentum? Aber bevor wir den Blick ganz nach vorn richten, würde ich vorschlagen, wir schauen einfach noch mal rund 30 Jahre zurück, gehen noch mal bestimmte Zäsuren und Eckpunkte der Entwicklung in diesem Land durch, was die jüdische Gemeinschaft selbst betrifft. Und ich darf daran erinnern, dass der Ausgangspunkt für all diese Veränderungen natürlich das Ende des Kalten Krieges gewesen ist, also der ökonomische und politische Kollaps des staatskommunistischen Sowjetsystems und seiner Satellitenstaaten. Also quasi plötzlich gab es das sozialistische Weltsystem nicht mehr. Das eine große System im Kalten Krieg implodiert. Die Berliner Mauer fällt, der Eiserne Vorhang fällt, ein Vorhang, der Europa ja auf rund 40 Jahre auf sehr brutale Weise geteilt hat. Es war eine Zeit der friedlichen Revolutionen, der Träume und Hoffnungen, der neu gewonnenen Freiheiten. Und natürlich haben die Menschen im Ostblock, die DDR eingeschlossen, die neue Freiheit erst einmal in vollen Zügen genossen. Ich selbst bin auch in der DDR aufgewachsen. Meine Heimatstadt war Karl-Marx-Stadt, heißt seit 31 Jahren wieder Chemnitz, eine mittelgroße Industriestadt, in der es aber auch zu Zeiten der DDR immer eine kleine, aber beständig wirkende jüdische Gemeinde gegeben hat. Und dort wurde der langjährige Vorsitzende Sigmund Rothstein in den 80er Jahren, so ist überliefert, einmal von wohlmeinenden Freunden gefragt: Sigmund, du hast kaum noch 20 Mitglieder in deiner Gemeinde und fast alle sind schon im Rentenalter. Willst du die Gemeinde denn nicht lieber schließen? Was soll das noch für einen Sinn machen? Und Sigmund Rothstein, so ist es überliefert, soll dann in einer Art Mischung aus Trotz und jüdischer Ironie völlig entspannt den schönen Satz gesagt haben: Wer weiß, vielleicht warte ich ja noch auf ein Wunder. Ja, und dass dieser Satz nur wenige Jahre später dann so eine große Bedeutung gewinnen sollte, das hat Sigmund Rothstein vielleicht selber auch überhaupt nicht geahnt. Aber diese Wunder sind quasi dann passiert. Ab dem Herbst 1989, erst fällt die Mauer, dann fällt der Eiserne Vorhang. Dann wird es innerhalb eines einzigen Jahres, Sie erinnern sich alle, möglich, dass dieses 40 Jahre geteilte Deutschland relativ schnell sich wieder vereinigt. Eine Riesenarbeit natürlich für die Politiker im Detail.
Und dass das so schnell funktioniert hat, hat die Welt natürlich auch ein ganzes Stück verblüfft. Viel mehr aber dann hat die Welt verblüfft, und jetzt kommen wir zurück zur jüdischen Zeitgeschichte, dass sich nun extra noch eine größere Zahl an osteuropäischen Juden auf den Weg in das Land von Goethe, Mozart und Hegel, aber auch das Land von Hitler, Himmler und Eichmann aufgemacht hat. Die allerwenigsten haben damit gerechnet, mit so einer Bewegung, mit so einer Migrationsbewegung hierher, sowohl Juden wie Nichtjuden. Es hat dann für alle ein bisschen gedauert, diesen Umstand einfach zu realisieren. Und wie Sie wissen, hagelte es erst einmal Kritik von vielen Seiten an den vormals ex-sowjetischen Juden, die eben nicht nach Amerika oder Israel in die klassischen Migrations- und Zielländer für jüdische Migranten strebten, sondern, sagen wir mal, in die Mitte Europas, in das Herz von Europa. Schon von Anfang an der 90er Jahre wurde dann klar, dass es sich eben nicht um eine exotische Erscheinung von einigen hundert Migranten handelt oder einige tausend, sondern bald waren es auch Zehntausende von Jüdinnen und Juden, die bei den deutschen Konsulaten der Nachfolgestaaten der Sowjetunion ihren Antrag auf Aufnahme in die Bundesrepublik gestellt haben. Interessanterweise hat sich dann die Welt doch relativ schnell an diese verblüffende Entwicklung gewöhnt. Und ich fand beispielsweise sehr bemerkenswert, dass dann im Jahre 1998 schon auch in Berlin das American Jewish Committee wieder eine große Dépendance eröffnet hat, was man werten konnte als so ein spürbares Signal, auch gerade der amerikanisch-jüdischen Welt dafür, dass eine Akzeptanz entsteht für eine wachsende jüdische Gemeinschaft in Deutschland, die man akzeptiert, mit der man letztendlich auch arbeiten möchte. Sonst hätte das AJC keinen Grund gehabt, in Berlin wieder ein Büro zu eröffnen. Ja, wir könnten jetzt stundenlang darüber reden, wie es den ex-sowjetischen Jüdinnen und Juden oft gekommen im Familienverband, hochqualifiziert, unterschiedliche Generationen, wie es ihnen denn hier gegangen ist im Laufe der dann folgenden Jahre in der Bundesrepublik. Was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen bei der gesellschaftlichen Integration? Wie ist die Integration in die Gemeinden gelaufen? Ich selber hatte dann viel Zeit, darüber auch eine Dissertation zu schreiben, auch im Vergleich mit der Integration der post-sowjetischen Jüdinnen und Juden in Israel, zumindest der Hochqualifizierten. Und das wäre, denke ich, ein nächtefüllendes Programm, wenn man dort, sehr spannend, wenn man dort ins Detail mal reingeht und schaut und ein Stück Bilanz macht, was waren die Erwartungshaltungen, was hat sich erfüllt, besteht da eine große Kluft, was erhofft man sich langfristig auch zum Beispiel dann auch für die Kinder, die eben hier schon ihre berufliche Ausbildung gemacht haben oder die auch sogar hier geboren sind, wie geht es weiter langfristig in der zweiten und dritten Generation? Hier nur einfach nochmal ganz kurz ein Stück zur Erinnerung, vielleicht so ein paar von den wichtigsten Entwicklungslinien und Eckpunkten dieser spannenden Entwicklung mit den vormals sowjetischen Juden. Sie kamen, das muss betont werden, gerade noch rechtzeitig, um beispielsweise sämtliche Gemeinden in Ostdeutschland, also die kaum noch Mitglieder hatten und die wenigen Mitglieder waren häufig 50 plus. Es gab jedenfalls kaum noch Kinder und Jugend, keine Jugendzentren, keine jüdischen Kindergärten oder Schulen. Also diese Gemeinden in Ostdeutschland, diese 8 jüdischen Gemeinden, die sahen ihrem demografischen Kollaps eigentlich stehenden Auges entgegen, wenn es die Neuzuwanderung nicht gegeben hätte. Und alle 8 ostdeutschen Gemeinden, so klein sie auch gewesen sind, am Ende der 80er, am Beginn der 90er Jahre, konnten durch diese Neuzuwanderung demografisch wieder aufgefangen werden, dank der Immigranten, und auch das betrachte ich ebenfalls als ein kleines Wunder. In den folgenden Jahren sind dann einige der jüdischen Gemeinden, vor allem auch in der Altbundesrepublik, in einem atemberaubenden Tempo angewachsen von der Mitgliederzahl her. Ein Beispiel vielleicht die jüdische Gemeinde in Hannover, die traditionelle jüdische Gemeinde in Hannover. Dort hat sich die Zahl der Mitglieder innerhalb kürzester Zeit verzehnfacht. Es gab also Gemeinden, die im wahrsten Sinne des Wortes mehr oder weniger
aus den Nähten geplatzt sind, wo man wusste, hier muss was geschehen, hier müssen Räume erweitert werden, irgendwann muss auch eine neue Synagoge mit Gemeindezentrum entstehen. Und in diesen frühen 90er Jahren, kann man sagen, waren nicht nur die Gemeinden selbst oder die Dachverbände, der Zentralrat der Juden und die ZWST über diese Entwicklung sehr erfreut, sondern zumindest damals durchaus auch Teile der Politik, andere Religionsgemeinschaften, Bürgerinitiativen, die das mit Wohlwollen, mit Freude begleitet haben. Denn hier entstand ja wirklich ein Wachstum für die Zukunft. Und ich vermute, so hat man das auch hier in Bremen damals in den frühen und mittleren 90er Jahren empfunden. Und es gab Folgewirkungen. Vielerorts wurden neue Kindergärten eröffnet, in manchen Städten dann auch jüdische Grundschulen, in einigen wenigen Städten, Berlin, Frankfurt beispielsweise, auch wieder jüdische Gymnasien. Und rund um die Gemeinden herum und auch unter dem verlängerten Dach der Gemeinden hat sich sehr viel schon in den 90er Jahren getan. Es haben sich sehr viele jüdische Vereine gegründet, Sportvereine, Wissenschaftlerclubs, Frauenvereine und vieles andere mehr. Jugendzentren sind entstanden, jüdische Studentenorganisationen, jüdische Kulturzentren in den großen Städten, auch Restaurants, Galerien und am Ende sogar, für mich beeindruckend finde ich, mittlerweile auch 3 Rabbinerschulen in diesem Land. Vielleicht ganz kurz dazu, 2 davon sind in Potsdam lokalisiert, haben auch indirekt mit unserer Universität Potsdam zu tun, das Abraham-Geiger-Kolleg, eine Ausbildungsstätte für liberale Rabbiner und Rabbinerinnen, das Zacharias-Frankel-Kolleg, was Rabbiner ausbildet für die Masortie, für die konservative Richtung, und in Berlin das Rabbinerseminar zu Berlin, das in den Fußtapfen traditionell orthodoxe Richtung, die quasi dort in Berlin wieder Fuß gefasst hat mit Unterstützung der Ronald Lauder Foundation. Das muss man sich einmal vorstellen, quasi, dass ausgerechnet in Deutschland hier dem Land der Täter wieder eine größere Zahl von Rabbinern ausgebildet wird. Nicht nur für Deutschland selbst, sondern auch für Europa, für andere Länder, auch außerhalb Europas. 3-mal Erfolgsgeschichte mit Rabbinerausbildung. Wer hätte sich sowas überhaupt vor 30 Jahren vorstellen können? Aber auch gerade symbolisch, visuell, die Entwicklung, die am meisten Hoffnung gemacht hat, generell ist natürlich die wachsende Zahl an neu gebauten Synagogen in Deutschland. Inzwischen mehr als 30 neu gebaute Synagogen mit Gemeindezentrum im ganzen Land. Egal ob in München, Worms, Dresden, Lübeck oder anderswo, überall sind diese neuen jüdischen Gotteshäuser entstanden, die sich im Stil weder an die Bauten des 19. Jahrhunderts anlehnen, aber eben auch nicht an die eher schmucklosen, sehr sachlichen, wenigen Gemeindeneubauten in der Zeit des Kalten Krieges, sondern mittlerweile ist in der Architektur auch einfach ein neues Lebensgefühl zu sehen. Natürlich der Bruch in der jüdischen Geschichte, aber oft auch sehr viel Weltoffenheit. Beispielsweise die neue Synagoge in Chemnitz ist gebaut wie eine Thora-Krone, ein Rundbau zu einer großen Straße zu mit einem großen Fenster des Gemeindezentrums. Also Weltoffenheit ist dort quasi ein ganzes Stück mit zu erkennen. Die Architektur der neuen Synagogen drückt auch ein bestimmtes neues optimistisches Lebensgefühl aus. Aber um der Euphorie darüber nicht zu sehr zu frönen, wir wissen natürlich auch, dass eine große Anzahl von jüdischen Immigranten aus der frühen Sowjetunion überhaupt keinen Anschluss an die lokalen jüdischen Gemeinden in Deutschland gefunden hat. Herr Kuhn hat es vorhin schon erwähnt. Man schätzt in etwa, dass nur die Hälfte derjenigen jüdischen Immigranten aus der früheren Sowjetunion, die auch tatsächlich von der Halacha, von der jüdischen Religionsgesetzgebung her, die Möglichkeit gehabt hätte, sofort Mitglied der Gemeinde zu werden. Etwa die Hälfte von ihnen haben sich angeschlossen. Manche wollten dies auch gar nicht. Und da ist schließlich auch jeder in seiner
eigenen Entscheidung natürlich frei, sich dafür zu entscheiden oder eben auch nicht. Und wir erinnern uns auch an die vielen kulturellen und mentalen Konflikte, die vor allem während der 90er Jahre zwischen den deutschsprachigen Gemeindeveteranen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, und den russischsprachigen Neumitgliedern, die dann ganz allmählich die Mehrheit innerhalb der Gemeinden eingenommen haben, all diese kulturellen und mentalen Konflikte, die sie in den 90er Jahren abgespielt haben, häufig sehr irritierend, sogar für die Außenwelt. Und es gab manche Enttäuschung und manche gegenseitige Enttäuschung, manchen heftigen Zusammenprall. Und es gab auch Menschen von beiden Seiten, die irgendwann gesagt haben, das ist nicht mein Platz, ich verlasse die Gemeinden, weil mich diese Streitereien einfach zu stark annerven. Nun, rund 20 bis 25 Jahre später, ruhen in gewisser Weise große Hoffnungen auf der jungen nachfolgenden Generation in den jüdischen Gemeinden, also vor allem auf denjenigen jungen Leuten, die erst hier in Deutschland, nach der Ankunft hier in Deutschland geboren worden sind, die jetzt gerade fertig sein mögen mit ihrem Studium, vielleicht gerade auch eine Familie gründen, für die nächsten Jahre wissen, an welchem Ort sie leben werden und im Job ihre ersten Schritte gehen und die sich dann hoffentlich auch in den Gemeinden wiederfinden werden. Ich selbst bin seit knapp 2 Jahren Vertrauensdozent beim Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELES. Das ist das Begabtenförderungswerk der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Hat es vorher nicht gegeben, also es hat ein evangelisches Studienwerk gegeben, ein katholisches. Es gab die Hermann-Böckler-Stiftung für unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, für die jungen Leute gab es Studienförderung, wenn man einen höher qualifizierten Ausbildungsweg nimmt. ELES ist jetzt dieses Begabtenförderungswerk für die jüdische Jugend, für jüdische Studenten und auch Doktoranden. Und dort im Gespräch, auch bei Veranstaltungen mit diesen jungen Leuten, kann man wirklich eine neue Generation sehen von sehr talentierten, selbstbewussten, kreativen und aufgeschlossenen jungen Leuten, durchaus eben auch in wachsender Zahl. Und das ist schon beeindruckend und es wird jetzt die große Herausforderung, darauf wird es vor allem ankommen, in den kommenden Jahren zumindest einen Teil dieser jungen Menschen auch in die Gemeinden einbinden zu können, dort mitzuwirken, sich zu engagieren an verschiedensten Stellen und damit ein Stück zurückzugeben von den derzeit großzügigen Förderungen, gerade eben auch über die ELES-Stiftung. Ja, kleiner Schnitt. Mittlerweile ist es nun auch schon 15 Jahre her, dass die vormalige, seit 1991 in Kraft getretene, auch das hatte Herr Kuhn schon erwähnt, die sogenannte Kontingentflüchtlingsregelung, ein schreckliches, irreführendes Wort. Es war weder ein Kontingent noch andere Implikationen, die in diesem Begriff stecken. Sei es drum. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr einfache, unkomplizierte Zuwanderungsregelung für Juden aus der früheren Sowjetunion, die dann 1991 auf der Konferenz der Innenminister beschlossen worden ist. Ganz praktisch, einfach gesprochen, wer bei den deutschen Konsulaten dort in der Ex-Sowjetunion den Antrag eingereicht hat, seine jüdische Abstammung nachweisen konnte, nicht übergetreten war in eine andere Religion, der hatte sehr gute Chancen nach entsprechender Bearbeitung durch die Behörden, durch die deutschen Konsulate und dann durch das Bundesverwaltungsamt in Deutschland, hier eine permanente Aufenthaltserlaubnis in Deutschland zu bekommen, Arbeitserlaubnis. Das ganze Bildungs- und Sozialsystem hat gegriffen. Es gab ein paar Unterschiede, weniger günstige Regelungen als bei den deutschen Spätaussiedlern, aber letztendlich sehr gute Rahmenbedingungen. Und vor rund 16 Jahren, 2005, wurde diese Regelung gekippt. Über die Gründe können wir uns jetzt nicht im Detail unterhalten. Auf jeden Fall wurde diese Regelung ersetzt durch eine viel kompliziertere Zuzugsregelung. Und seither kommt pro Jahr nur noch eine verschwindend geringe Zahl von jüdischen Immigranten aus den Nachfolgestaaten der UdSSR nach Deutschland. Stattdessen hat sich aber vor, und damit kommen wir schon fast zum zweiten Teil, vor 15 bis 20 Jahren,
die nächste große Überraschung auch für die deutsche und internationale Öffentlichkeit ergeben. Israel hatte noch während der 90er Jahre mehr oder weniger offen kritisiert, zumindest die etablierte israelische Politik hatte stark kritisiert, dass es eben in kontinuierlicher Weise Jüdinnen und Juden aus den Nachfolgestaaten der UdSSR gab, die ins Täterland Deutschland emigriert waren und dass dies von Seiten der Bundesrepublik eben durch diese Kontingentflüchtlingsregelung auch relativ unkompliziert unterstützt und erleichtert wurde. Und wie die Israelis so sind, sie halten mit ihren Gefühlen nicht hinter dem Berg, zeigen auch sehr offen, was sie stört, bis hoch in die etablierte Politik. Ein Beispiel: noch 1996 nutzte beispielsweise der damalige israelische Staatspräsident Eser Weizmann eine Rede im Deutschen Bundestag. Er war also offiziell auf Staatsbesuch, hat eine Rede gehalten im Deutschen Bundestag und nutzte das, um nicht nur die Ex-Sowjets, die nach Deutschland gegangen waren, sondern auch die schon länger in der Bundesrepublik lebenden Juden ihnen allen nahezulegen, doch nun mal endlich nach Hause zu kommen. Ja, vom Herbst 2000 bis Ende 2004, manche von Ihnen werden sich noch an diese extrem schwierige Zeit erinnern, geriet Israel selbst dann in eine sehr gefährliche Krise als Land, als Gesellschaft, und zwar durch die zweite palästinensische Intifada, bei der es immer wieder zu Selbstmordanschlägen in sehr vielen israelischen Städten und Gemeinden, auch im Kernland gekommen ist. Sehr viele Anschläge beispielsweise in Städten wie Haifa, Jerusalem, Tel Aviv, Netanya, Afula. Also die Kette dieser Anschläge ist sehr lang. Eine der Wirkungen war dann auch, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt der Tourismus zusammengebrochen ist. Er ging zwischendurch fast gegen Null, weil eben ausländischen Touristen das persönliche Risiko nun einfach viel zu groß gewesen ist, sich in ein Land zu begeben, in dem sie plötzlich in einem Bus, einem Café, einer Diskothek oder auf einem Marktplatz unversehens plötzlich in die Luft gebombt werden könnten. Und neben den vielen zivilen Toten und Verletzten in jener Zeit und einer allgemeinen Wirtschaftskrise, die dann auch mit reingeknallt hat, kam nun auch die Stimmung im Land selbst zu einem absoluten Tiefpunkt. Ich selbst erinnere mich an eine Umfrage in Israel, eine empirische Umfrage, deren Ergebnisse dann auch hier in Deutschland in der jüdischen Allgemeinen damals vorgestellt wurden, in der etwa 50% der befragten Israelis bestätigt haben, dass sie schon einmal in jüngster Vergangenheit darüber nachgedacht hätten, ihr Land möglicherweise zu verlassen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Irgendwann, nach 3 oder 4 Jahren fortwährender Intifada, ging dann die Zahl der palästinensischen Selbstmordanschläge zurück. Offensichtlich auch als ein Ergebnis des forcierten Mauer- und Sicherheitszaunbaus zwischen israelischem Kernland und Westjordanland. Aber in den Köpfen der Menschen, davon können wir ausgehen, wirkte die zweite Intifada natürlich noch sehr lange nach. Und während der Intifada selbst gab es 2 oder 3 Jahre, in denen, und das wird jetzt statistisch interessant, ich glaube es war 2001, 2 oder 3, in diesen Jahren war in totalen Zahlen gesehen die Einwanderung der russischsprachigen Juden, die immer noch kontinuierlich voranschritt, nach Deutschland größer als nach Israel. Und wir wissen nicht genau, ob es zu diesem Zeitpunkt dann politischen Druck gab von Seiten der israelischen Regierung auf die deutsche, auf die Bundesregierung, dass der Druck ausgeübt worden ist, nun die Zuwanderungsregelung für jüdische Ex-Sowjets in die Bundesrepublik entweder ganz zu stoppen oder zumindest gravierend zu erschweren. Möglicherweise sind die nun eben folgenden komplizierteren Neuregelungen für die russischsprachige jüdische Zuwanderung nach Deutschland, die dann 2005 in Kraft getreten sind, tatsächlich das Ergebnis eines solchen ausgeübten politischen Drucks von israelischer Seite gewesen. Wir können darüber aber im Prinzip nur spekulieren. Und die relevanten Archive, wo man das irgendwann mal nachlesen kann, vielleicht irgendwann mal später, die sind nach wie vor geschlossen. Aber umgekehrt hatte vielleicht der Beginn einer zunehmenden Übersiedlung von vornehmlich
jungen Israelis, die nun nach Deutschland strebten. Und der Anfang dieser Wanderungsbewegung von jungen Israelis nach Deutschland, vor allem nach Berlin, datiert auf die frühen 2000er Jahre. Also es kann durchaus auch einen direkten Zusammenhang mit der zweiten Intifada damals gegeben haben. Dabei waren und sind es vor allem junge, hochqualifizierte, säkular orientierte Israelis mit einem meist aschkenasischen, also europäischen Familienhintergrund, die sich von nun an in Richtung Bundesrepublik in Bewegung setzten. Die meisten von ihnen haben Berlin angesteuert. Und hier in der Hauptstadt konnte man dann bald auch viel häufiger als in den Jahren zuvor in der S-Bahn, in der Straßenbahn, im Bus, wo auch immer, im Restaurant, häufiger Unterhaltungen in hebräischer Sprache verfolgen. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass rund 20.000 bis 25.000 Israelis permanent in Deutschland leben. Die allerwenigsten von ihnen würden so sagen, sie sind nach Deutschland emigriert, sie hätten mit ihrem Herkunftsland abgeschlossen. So würde kein Israeli sprechen, aber sie leben, sie sagen auch vor laufender Kamera, wir haben uns entschieden, jetzt erstmal permanent hier zu leben. Dazu zu diesen 20.000 bis 25.000 Israelis in Deutschland mal kurz noch zwei Zahlen kurz zum Vergleich. In den USA wird die Zahl von Israelis, die permanent dort leben, in den Vereinigten Staaten, vor allem in New York, Los Angeles und in der San Francisco Bay, auf 10-mal so viel, also auf etwa 200.000 Personen geschätzt. Und als Vergleichszahl jetzt nochmal die Zahl, die vorhin auch schon mal gefallen ist, von den frühen 90er Jahren an bis in die heutigen Tage haben rund 230.000 Jüdinnen und Juden aus der früheren Sowjetunion ihren Weg hierher gefunden. Also jeweils die Vergleichszahlen sind das Zehnfache. Wir können daran sehen, die Israelis in Deutschland selbst sind eine vergleichsweise kleine Gruppe von Neuzuwanderern. Genaue Statistiken dazu sind zu den Israelis, die nunmehr Deutschland zu ihrer Heimat gemacht haben, sind ohnehin schwer, weil diese Gruppe in sich nicht sehr homogen ist. Ein Beispiel, ein spezielles Beispiel, unter den gekommenen Israelis befinden sich auch gar nicht so wenige Nachfahren der einstigen deutsch-jüdischen Holocaust-Überlebenden. Es geht hier vor allem um die dritte bzw. vierte Generation der Nachfahren, also Nachfahren der sogenannten Jekkes, deutscher Juden, die sich während der 1930er Jahre vor allem noch aus Europa hinüber nach Palästina retten konnten. Und die man häufig bei ihrem Eintreffen, bei der Ankunft im Hafen von Haifa mit der Frage begrüßt hat, kommen Sie aus Deutschland oder kommen Sie aus Überzeugung? Einige Jekkes, die sich ihr Leben woanders vorgestellt haben, die nicht wussten, wie ihnen geschieht, die nie im Traum daran gedacht hätten, dass sie irgendwann aus Deutschland fliehen müssen. Einige von ihnen sind dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zusammenbruch des Nazisystems auch nach Deutschland zurückgekehrt. Einige sind von Palästina, Israel weitergewandert, aber die ganz überwiegende Zahl von diesen 50.000 bis 60.000 deutschen Jekkes hat sich im jungen Staat Israel nach großen Anfangsschwierigkeiten dann doch erfolgreich integriert, hat sehr viel zum Aufbau des Staates beigetragen, hat vor allem viel im Bildungswesen, in der Verwaltung, in der Architektur, in der Wissenschaft viel mit eingebracht in den Aufbau des Staates in den ersten Jahren damals. Und dabei ist über die Generation und mit den Jahren der deutsche Hintergrund, die deutsche Kultur, deutsche Mentalität, Sprache auch immer mehr in den Hintergrund getreten. Und so kommt es, dass viele Nachkommen der Jekkes in der dritten und vierten Generation heute überhaupt nicht mehr Deutsch sprechen. Aber nun entwickelt sich eben in dieser dritten und vierten Generation doch ein Trend, ein gewisses Interesse, neues Interesse an dem Land, aus dem die Eltern und Urgroßeltern, also die Großeltern und Urgroßeltern ursprünglich geflohen waren. Als meist hochqualifizierte junge Israelis könnten diese jungen Leute ja theoretisch auch, wenn sie Veränderungen wünschen, sagen, sie gehen nach Großbritannien, Frankreich,
Australien, Kanada, USA, was auch immer. Aber momentan stellen wir genau diesen Trend auch fest, dass viele junge Jecke-Nachfahren ein starkes Interesse daran haben, vor allem auch nach Berlin zu gehen. Und auch dafür gibt es dann wieder unterschiedliche Ursachen. Das ist noch wenig erforscht. Es gibt erste Studien liegen vor. Dazu sage ich dann gleich noch was. Einerseits ist Berlin natürlich auch eine gute Adresse, weil die Stadt verglichen mit den Lebenshaltungskosten von anderen metropolitanen Städten in dieser Größenordnung, New York, LA, London, Paris, da im Vergleich mit denen ist Berlin von den Lebenshaltungskosten immer noch sehr, sehr attraktiv. Vergleichsweise preiswert, was sich in den kommenden Jahren natürlich auch ändern kann. Aber manche Nachfahren der Jeckes begeben sich vor allem auch auf eine ganz intensive familiäre Spurensuche. Sie gehen den Biografien ihrer Vorfahren auch anhand der jeweiligen Plätze nach, schauen sich die Plätze an, wo diese gelebt, ihre Vorfahren, die Schulen, wo sie gelernt und die Plätze, wo sie gearbeitet haben. Und es kommt dann auch vor, dass einige von ihnen sich plötzlich in der Tradition von Rückkehrern empfinden und dass ein weiteres persönliches Motiv für sie wird, hier in Berlin wieder Wurzeln schlagen zu wollen. So etwas passiert aber auch in Städten wie Frankfurt am Main, Köln, Hamburg oder Düsseldorf. Zu den Israelis, die also jetzt in den letzten 20 Jahren in dieser Größenordnung bis zu 20.000 gekommen sind, überraschenderweise nach Deutschland, liegt zumindest eine erste umfassende empirische Studie vor, gemeinsam gestaltet von der deutsch-israelischen Ethnologin Dani Kranz und dem israelischen Politikwissenschaftler Uzi Rebhun von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Kranz und Rebhun haben festgestellt, dass, wie schon erwähnt, die ganz überwiegende Zahl dieser Israelis, die jetzt hier in Deutschland Wurzeln schlagen, jung, hochqualifiziert sind, meist säkular eingestellt und aschkenasischer Herkunft. Aber was können denn diese vorrangigen Gründe sein, auch in dieser Gruppe ausgerechnet den Ortswechsel nach Deutschland zu machen? An erster Stelle, denke ich mal, sollte man sich da auch nicht so riesengroße Gedanken darüber machen. Es ist sehr viel Pragmatismus dabei, spielt da eine große Rolle mit. Häufig auch die Frage nach dem eigenen beruflichen Fortkommen, der eigenen Karriere oder, wie es oft so schön heißt in den jüngeren Generationen, der eigenen individuellen Selbstverwirklichung. Und so verrückt das auch klingen mag, wenn man sich einfach die heutigen Gegebenheiten in Israel anschauen. Wir haben eine extrem große Zahl von talentierten Künstlern, Wissenschaftlern, Unternehmern, Start-up-Unternehmen, IT-Experten, für die das Land mittlerweile einfach zu klein erscheint und die sich einfach aber trotzdem maximal verwirklichen wollen und dann rausgehen aus ihrer kleinen Heimat, die sie meistens sehr lieben. Es ist eben einfach so, dass beispielsweise Maler ein viel größeres Publikum finden, wenn sie in einer Galerie in London, Paris, Berlin ausstellen, anstelle von Tel Aviv. Oder die Wissenschaftler. Israel hat nur 6 bzw. 7 Universitäten. Wenn man die Ariel University in der Westbank mit dazu zählt, sind es 7 Universitäten. Deutschland hat einige Dutzend oder reichlich 100. Amerika hat einige 100 Universitäten. Also für alle Wissenschaftler, die nach oben wollen, sind die Plätze für Professoren in den unterschiedlichsten Disziplinen in Israel natürlich extrem limitiert. Und ähnlich sieht es natürlich auch in der reinen Forschung selbst aus. Man kann das fortführen bei den Start-up-Unternehmen. Auch viele junge Israelis, wenn sie Start-up-Unternehmen gründen, nehmen sie als Ausgangspunkt mittlerweile eine europäische Stadt anstelle von Haifa, Tel Aviv oder Jerusalem. Dann noch eine andere Gruppe, die auch spürbar in größerer Zahl nach Berlin kommt, sind dann auch wieder eher junge Leute aus der LGBT-Szene, die sich auch freier fühlen in ihrem Lebensstil, wenn sie quasi dann nach Berlin gehen anstelle von
Tel Aviv, wobei Tel Aviv eigentlich innerhalb von Israel auch als ein relativ liberaler Ort gilt für Menschen aus der LGBTQI-Szene. Außerdem gibt es wohl auch eine Reihe von Israelis. Das ist empirisch wiederum gar nicht so gut messbar, dürfte aber als ein Teilgrund eine Rolle mitspielen, nach Deutschland oder sagen wir nach Europa zu gehen. Dass es doch eine ganze Zahl auch von Menschen gibt, Familien gibt, die einfach müde sind in ihrem Leben immer wieder mit kriegerischen Spannungen, die das ganze Land betreffen können, mit Terrorismus oder auch anderen negativen Auswirkungen des israelisch-palästinensischen Dauerkonfliktes konfrontiert zu werden, die einfach mal ein Stück Ruhe suchen, ein Stück Entspannungspause in Plätzen wie einem seit Jahrzehnten ja von Frieden reichlich gesegneten Europa. Obendrein, aber das ist bis jetzt auch nicht quantifiziert, gibt es auf jeden Fall auch eine kleinere Gruppe zumindest von Israelis in Deutschland, die primär politisch frustriert und enttäuscht sind, aus politischen Gründen sagen, ich will da raus. Ja, über die neue, während der letzten 15 bis 20 Jahre gekommene Gruppe, diese Gruppe von Israelis in Deutschland selbst, vor allem aber in Berlin, ist mittlerweile sehr viel gesagt, diskutiert und gefilmt worden. Also es gab eine Zeit lang, gerade auch in den großen deutschen Leitmedien, war das schon ein permanentes Thema. Es wird auch kontrovers diskutiert, es wird aber auch sehr kontrovers diskutiert zwischen Politik und Medien in Israel einerseits, Deutschland andererseits. Hier kommen dann die sozialen Medien sehr stark ins Spiel und bisweilen nehmen die Streitpunkte dann auch recht skurrile Züge an, wie beispielsweise der sogenannte Milki-Protest 2014. Was war das, der Milki-Protest? Eine Gruppe von jungen Israelis haben ihre eigene Facebook-Gruppe eröffnet. Moving to Berlin hieß das, also sehr euphorisch für Israel selbst. Und dort hat dann einer von ihren Protagonisten ein Joghurt draufgestellt auf die Facebook-Seite und gepostet ein Schokoladenpudding, wie billig der ist im Berliner Supermarkt im Vergleich mit Supermärkten in Tel Aviv oder Jaffa oder Ashdod oder wo auch immer. Das war natürlich eine Steilvorlage dann für führende israelische Politiker und Medien, die stinksauer waren und die eh schon einen gewissen Frust hatten über die wachsende israelische Community in der ehemaligen Reichshauptstadt. Aber dann, das wurde dann natürlich als Steinvorlage genommen, um sich mal richtig quasi politisch Luft zu machen. Für einen Pudding verkauft ihr eure Seelen und verlasst die Heimat. So in etwa, das war dann der Vorwurf des politischen Establishments in Israel. Natürlich stand hinter diesem skurrilen Streit auch noch ein viel größeres Problem, was nach wie vor auch in Israel schwelt, nämlich die Frage, inwiefern schaffen das vor allem in den metropolitanen Städten, Tel Aviv an erster Stelle, aber auch Tel Aviv und Haifa, inwiefern schaffen das die jungen Leute noch, eben mit den steigenden Lebenshaltungskosten klarzukommen, dort ihre eigene Wohnung zu haben, wenn sie eben noch im Studienprozess sind, eben nicht sofort viel Geld verdienen. Also da sind die Lebensverhältnisse eben viel brutaler in Israel verglichen mit Deutschland oder auch anderen Ländern in Europa gegenwärtig. Vielleicht erinnern Sie sich auch an diesen großen Studentenprotest, aus dem dann eine allgemeine soziale Bewegung wurde, 2011, also wo die Studis so frustriert waren, dass sie dann auf dem Rothschild Boulevard im Zentrum von Tel Aviv über Wochen ihre Zelte aufgeschlagen haben, also auch um symbolisch klar zu machen, so können wir nicht mehr weiterleben, die Kosten sind so hoch, uns fallen die Decken auf den Kopf. Aber das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, die Spannung zwischen den Lebensverhältnissen, dass junge Menschen realisieren, das erwartet uns an Härten und an großem Druck permanent sehr gut vom Einkommen her auch dazustehen. Diesen Druck haben wir in Europa nicht, aber dann wären wir schon wieder beim Punkt Pragmatismus. Ja, kurzer Schnitt in einem kurzen, die besagte Dani Kranz, die Ethnologin, vor ein paar Wochen hat sie in einem Interview gemeint, der Boom, der große
also der große Boom der Zuwanderung von jungen Israelis nach Deutschland würde eigentlich schon abklingen. Der Zenit scheint ein Stück überschritten. Allerdings eine Teilgruppe, eben genau die, die Nachfahren der deutschen Jekkes, deren Zahl steigt nach wie vor von denen, die nach Deutschland kommen. Man muss dazu auch sagen, da gibt es eben eine sehr günstige Regelung. Nachfahren der deutschen Jekkes können einen deutschen Pass beantragen, können deutsche Staatsbürger werden. Also das ist natürlich auch nochmal ein Stück in eine vorteilhafte Schiene. Vielleicht ganz kurz noch die Frage, okay, hat diese doch sehr überraschende, verblüffende, dieses Wachstum dieser Gruppe von Israelis in Deutschland, hat das Auswirkungen auf das deutsch-israelische Verhältnis als solches, also auf der politischen Ebene? Es versteht sich natürlich von selbst, dass der Staat Israel, der sich nach wie vor als primär zionistisches Einwanderungsland versteht, nicht gerade davon begeistert ist, wenn in der Summe, in der Jahresstatistik am Ende mal wieder mehr Israelis nach Deutschland gegangen sind, als umgekehrt deutsche Juden Aliyah gemacht haben und nach Israel eingewandert sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist dieses Phänomen, dass eine größere Anzahl von Israelis außerhalb Israels lebt, das ist nichts Neues, nichts wirklich Neues. Also es gab ein Buch schon vor 20 Jahren von einem Soziologen, Stephen Gould, der hat ein paar Studien vor allem in den USA dazu gemacht, in Frankreich und in Großbritannien. Der nannte dieses Buch The Israeli Diaspora, also die israelische Diaspora. Man geht davon aus, dass mindestens eine 500.000 Israelis sowieso permanent außerhalb des jüdischen Staates lebt. Klingt natürlich etwas provokativ. Die Israeli Diaspora wird das politische Establishment nicht freuen. Aber hier kommt eigentlich nur mit einer kleineren Nummer, kann man sagen, quasi in Deutschland eben auch so eine kleine israelische Diaspora dazu. Ich würde sogar sagen, es ist ein kleiner Schritt hin zu noch etwas mehr Normalisierung in den deutsch-israelischen Beziehungen. Also eine nachhaltige Störung, denke ich mal, des deutsch-israelischen Verhältnisses wird sich daraus wohl nicht ergeben. Aber nun nochmal zum Kern des Ganzen von heute. Was bedeutet die israelische Community nun für die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland? Bisher, soweit wir das beobachten können, haben die neu nach Deutschland gekommenen Israelis offensichtlich noch keine allzu große Neigung gezeigt, sich den lokalen jüdischen Gemeinden anzuschließen oder sich hier regelmäßig zu engagieren. Auch in Berlin nicht. Dafür bringen sie sich sehr stark in anderen Bereichen ein, vor allem auch in der künstlerisch-kulturellen Szene, natürlich dann auch außerhalb der Gemeinden. In Berlin, wo man schätzt, dass da jetzt von diesen 20.000 bis 25.000 Israelis, allein in Berlin etwa 11.000 von ihnen dort leben, dort wächst die Zahl spürbar. Jetzt, nachdem die Corona sich ein ganzes Stück lockert, wächst die Zahl von israelischen Restaurants, Künstlergalerien, Clubs, Diskotheken weiter an, die von Israelis betrieben wird, die das auch offen zeigen, die quasi auch in der Außendarstellung durchaus israelisch rüberkommen. Ein berühmtes Beispiel davon, die Diskothek Meshugge Party von Aviv Netter auf dem Prenzlauer Berg in Berlin findet sich neuerdings auch in allen möglichen Reiseführern dort. Aber wenn man rüber switcht zur klassischen Kunst, israelische Dirigenten sind bei den großen Orchestern in Berlin oder auch in anderen Städten, Großstädten, keine Seltenheit. Stichpunkt Theater, etwa am Maxim-Gorki-Theater in Berlin-Mitte finden wir sehr extrem erfolgreiche israelische Regisseure und Schauspielerinnen, die dort inzwischen die Shining Stars sind, kann man sagen. Nur ein kleines Beispiel, Yael Ronen beispielsweise am Gorki-Theater zusammen mit der Schauspielerin Orit Namia, beide Jahrgang 76 in Jerusalem geboren, kannten sich schon als Kunststudentinnen, sorgen immer wieder für Furore mit Theaterstücken, die auch natürlich bei einem breiten deutschen Publikum sehr gut ankommen. So beispielsweise das schon 2008 inszenierte Stück Dritte Generation mit israelischen, palästinensischen und deutschen Schauspielerinnen. Gemeinsam ein internationaler Erfolg auf verschiedenen Theaterfestivals, auch im Ausland.
aber auch an weniger prominenten Bühnen und in Laienspieltheatern. In Potsdam beispielsweise haben wir das auch. Finden wir mittlerweile israelische Künstlerinnen und Künstler. Und hier kommen durchaus auch gemeinsame Projekte eben mit ganz anderen Zuwanderungsgruppen zusammen, auch mit arabischen und muslimischen Künstlern. Also das ist eine sehr spannende Entwicklung in der künstlerisch-kulturellen Szene. Bisher, ich hatte es schon erwähnt vorhin, scheint sich das Interesse, wie gesagt, der nach Deutschland gekommenen Israelis, sich bewusst eben den lokalen jüdischen Gemeinden anzuschließen, sich dort auch zu engagieren, scheint sich alles noch in Grenzen zu halten. Das mag häufig auch daran liegen oder begründet sein in dem schon mehrfach erwähnten säkularen Hintergrund. Also es kommen eher säkulare Israelis nach Deutschland. Gleichwohl kann man aber auch beobachten, dass es vielen von ihnen trotzdem wichtig ist und bleibt, wenigstens an Pesach oder auch an Chanukka bei der lokalen jüdischen Gemeinde vorbeizuschauen oder auch an den hohen jüdischen Feiertagen einfach mal die Synagoge von innen gesehen zu haben. Bestimmte Elemente der jüdischen Tradition wollen sie gern auch weiterhin wahrnehmen, keine Frage, zumindest an bestimmten Zeiten. Und eine kleine Zahl von Israelis ist aber auch, das sollte nicht unterschlagen werden, bewusst nach Deutschland gekommen, um ganz gezielt auch die lokalen jüdischen Gemeinden oder eben das jüdische Gemeinschaftsleben in Deutschland im Allgemeinen stark zu unterstützen. Hier zu zählen, ein Beispiel nur kurz, bei allen Kritiken und Widersprüchlichkeiten der Bewegung selbst, auch eine Reihe von jungen Rabbinern und Religionslehrern aus der chassidischen Bewegung Chabad Lubavitch, die nach eigenen Angaben mittlerweile Niederlassungen, wie groß oder klein auch immer, in 18 verschiedenen deutschen Städten betreibt. Also das ist auch eine sehr spannende Entwicklung, dass es durchaus eben auch religiös engagierte Rabbiner, Religionslehrer gibt, die nach Deutschland wollen, weil sie sagen, der Bedarf in den Gemeinden ist nach wie vor da und nach wie vor die etwas mehr als 100 lokalen jüdischen Gemeinden in Deutschland, egal ob sie zum Zentralrat der Juden gehören oder zur Union progressiver Juden, haben nach wie vor trotz dieser Rabbinerausbildungsstätten, die es mittlerweile gibt, treffen wir nach wie vor einen gravierenden Rabbinermangel an, auch einen Mangel an Religionslehrern. Also hier ist ein Defizit. Teilweise kommt auch hier Unterstützung aus Israel nach wie vor. Ich komme zum Schluss. Die Bundesrepublik hat seit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung 1990, wie beschrieben, eine dynamische Entwicklung in der jüdischen Gemeinschaft erlebt. Überraschend, sehr viel überraschend und auch hoffnungsvoll. Es steht, wie gesagt, außer Frage, dass dabei aber erst die Zuwanderung der erst 10.000, jetzt eben über 200.000 russischsprachigen Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion die demografische Stabilisierung der Gemeinden überhaupt erst gesichert hat, auch in Ostdeutschland. Nur durch diese Zuwanderung gibt es eben wieder Perspektive. Und parallel zu diesem Wachstum der Gemeinden und Netzwerke in Deutschland, was sich dann schon ein Stück in den 90er Jahren herauskristallisiert hat, haben wir auch wieder einen gewissen Es hat sich ein gewisser Pluralismus herausgebildet, eben auch im theologischen Bereich. Also es gibt unterschiedliche jüdische Strömungen, die wieder an Kraft und Statur in Deutschland gewinnen. Wir haben neben den Gemeinden, die sich unter dem Dach des Zentralrates in Deutschland befinden, aber auch, wie gesagt, sehr selbstbewusste liberale und auch neo-orthodoxe Gemeinden und Bewegungen, die eher unabhängig von den großen Dachverbänden agieren. Ein Ergebnis der Entwicklung der letzten 2-3 Jahrzehnte ist aber auch, dass eine sehr, wenn wir nochmal auf die individuelle Ebene kommen, eine sehr selbstbewusste neue Generation von jungen Jüdinnen und Juden herangewachsen ist, die keinen Anlass sieht, sich vor der Mehrheitsgesellschaft zu verstecken. Also wir haben sie in den Gemeinden natürlich selbst, aber wir erleben sie auch sehr selbstbewusst nach außen hin. Eine völlig qualitativ neue Entwicklung, das gab es vorher nicht, dass junge Leute in der Öffentlichkeit, in der Mehrheitsgesellschaft sowohl ihr Judentum zum Ausdruck bringen, aber auch ganz stark an der Gesellschaft partizipieren wollen. Das kann man mittlerweile ja auch in der Politik sehen, wo gerade auch in der jüngeren Generation einige politische Talente mit einem jüdischen Hintergrund jetzt nach vorn rücken. Vielleicht nur ganz kurz nochmal drei Beispiele.
der Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky von den Grünen beispielsweise, Marina Weißband, ursprünglich Bundesgeschäftsführerin der Piraten, einer Partei, die ja schon wieder weg ist von der Bildfläche, aber jetzt auch möglicherweise eine Karriere bei den Grünen machen wird, sehr präsent in der Öffentlichkeit. Ein Beispiel noch aus Berlin, wir könnten das natürlich fortsetzen mit anderen Städten und Bundesländern. In Berlin Mike Samuel Dahlberg, CDU-Politiker, gleichzeitig auch in der Repräsentanz der jüdischen Gemeinde von Berlin. Sowohl die Entwicklungen in vielen Gemeinden, aber auch die jüdischen Aktivitäten in der breiteren Gesellschaft, einschließlich der Künstler, der Politiker, der Schriftsteller, in Zukunft vielleicht auch von einigen neuen jüdischen Intellektuellen, können uns eigentlich nur hoffnungsvoll stimmen. Und lassen Sie uns bitte hoffen, dass die antisemitischen Zwischenfälle der jüngsten Vergangenheit diese Entwicklung nicht zurückwerfen und beeinträchtigen werden. Und um noch einmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich persönlich denke schon, dass sich ein neues deutsches Judentum tatsächlich entwickelt. Es ist klar, es wird nicht das Judentum von Mendelssohn, Einstein oder Liebermann sein. Es wird aber auch kein auf ewig russischsprachiges sein, wie es mit den Immigranten der 90er Jahre in die Gemeinde gekommen ist. Ich denke, es wird sich eine bunte Gemeinschaft herausbilden aus religiösen und säkularen Juden, aus Deutschen, Russen, vielleicht auch Israelis, aus Künstlern und Intellektuellen. Aus diesen allen heraus wird sich eine bunte Gemeinschaft entwickeln, für die die Erinnerung an die Shoah bleibt auf jeden Fall, aber die ganz sicher auch nach vorn schaut und die sich weiterhin, mein Gefühl zumindest, auch stark Israel verbunden bleiben wird. Dankeschön. Dann wollen wir miteinander diskutieren. Gerne. Das war die Theorie, jetzt kommt die Praxis. Wir kennen uns seit Jahrzehnten. Sie sind einer der ersten Vertreter der deutschen Wissenschaftsszene, die sich mit dem Judentum beschäftigt, die mir begegnet sind. Und wir waren in sehr guten Gesprächen. Sie haben Ihre Dissertation vorbereitet. Und da möchte ich auch anknüpfen und anlässlich der Erzählung, die Sie jetzt uns gegeben haben, fragen. Sie haben Feldforschung getrieben. Das heißt, Sie haben Menschen einzeln gefragt, nach gewisser Matrix diese Antworten strukturiert, statistisch bearbeitet. Sie haben einen Überblick über die Meinungen. Das, was Sie jetzt erzählt haben, war zum großen Teil Ihre Vermutung. Sie haben es auch genau so apostrophiert, sodass man unterscheiden kann. Zu den Perspektiven des von Ihnen eingeführten neuen deutschen Judentums. Haben Sie Belege in Ihrer Feldforschungserfahrung? Würden Sie sagen, es gibt 90%, 10% der befragten Juden, die dieser Meinung sich anschließen? Was jetzt den Zukunftsausblick betrifft, da gibt es quasi noch keine tiefergehenden, zumindest Befragungen, empirische Befragungen. Alles, was existiert dazu, sind sogenannte Experteninterviews. Das habe ich tatsächlich für eine andere Studie gemacht, das L.A. Pinkas Fund. Eine Stiftung, die in den USA und in Jerusalem ansässig ist, die sich auch in den, das war so auch so 2006, 2007, die gesehen hat, dass die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wächst, dass ein Diaspora-Judentum, was so im Wachsen betroffen ist, Unterstützung braucht im Bildungsbereich. Also diese Stiftung nennt sich der L.A. Pinkas Fund for the Jewish Education in the Diaspora, also Stiftung für die Unterstützung der jüdischen Bildung in der Diaspora. Und die gesagt haben, macht für uns eine Analyse von dem, was die Jüdinnen und Juden in Deutschland heute interessiert, wie sich die Gemeinschaft überhaupt aufstellt. Und wenn dann eine Studie vorliegt, dann sind wir bereit, in Bildungseinrichtungen zu investieren.
also in jüdische Schulen, in Kindergärten, in Volkshochschulen, in alternative Projekte. Und da haben wir zusammen mit israelischen Wissenschaftlern sind wir reingegangen und haben geschaut, beispielsweise, wenn es mehr jüdische Bildungsangebote in den Gemeinden gibt oder auch außerhalb der Gemeinden, was würde euch denn konkret interessieren? Wollt ihr mehr Angebote, mehr Hebräischkurse, mehr Jiddisch? Wollt ihr mehr über jüdische Geschichte, über Philosophie? Dort kam zum Beispiel als Ergebnis ganz deutlich raus, sie wollen ganz viel zu Israel. Also, und das war eine Untersuchung unter mehr als 1000 Befragten, wo man dann schon quasi ein Stück herausfiltern kann, sagen kann, wenn das Bildungsinteresse an Israel nach wie vor so groß ist, generationsübergreifend, dann wird die Verbindung zu Israel in Deutschland stärker bleiben als beispielsweise in den USA, wo es Studien gibt, dass das Interesse von jungen Leuten, jungen amerikanischen Juden einfach über die letzten Jahrzehnte, also jetzt nicht abstürzt, aber sukzessive allmählich nachlässt und amerikanische Juden auch politisch teilweise unzufrieden sind mit Israel. Also da spielt eine Menge dort rein an verschiedenen Konstellationen, was jetzt nicht automatisch zu einer Entfremdung von Israel führt, aber die, also wie gesagt, aus dem, was wir empirisch gemacht haben, würde ich sagen, ja. Es gibt erstmal eine viel stärkeres Verbundenheitsgefühl mit Israel selbst. Hier übrigens auch stärker bei den Ex-Sowjets sogar sehr ausgeprägt in Umfragen, wo man sagt, wenn man die Ex-Sowjets wenn man extrahiert aus den Umfragen fragt, woran machen Sie Ihre jüdische Identität fest? Religion, Kampf gegen Antisemitismus, Verbundenheit mit Israel, jüdische Philosophie, Solidarität, bestimmte Werte und dann so ein Ranking macht und schaut bei den Umfragen, was rangiert an vorderer Stelle. Da ist zum Beispiel die Verbundenheit mit Israel viel stärker ausgeprägt als die Verbindung zur jüdischen Religion bei den Ex-Sowjets. Das würde ich auch so bestätigen. Neulich hat der Zentral der Juden eine, soweit ich verstehe, die größte Umfrage gestartet und durchgeführt. Sie steht online zur Verfügung, falls jemand interessiert. Ist es leicht zu finden, zu lesen. Wie werten Sie das aus? Steht es im Widerspruch zu Ihrer Sicht, zu Ihrer Erfahrung, zu Ihrer Vermutung oder fühlen Sie sich da bestätigt? Weil da sind, glaube ich, 4000 Antworten gekommen und ja, damit kann ein einzelner Forscher bestimmt nicht konkurrieren. Ja. Nee, also da geht von den Interessenlagen geht da eigentlich relativ vieles konform. Aber die generelle Ausrichtung, dass das Ziel dieser großen Umfrage vom Zentralrat war ja auch zu sehen, Was müssen wir tun, damit die Gemeinden mehr attraktiv werden? Also so attraktiv werden, dass Menschen unterschiedlichster Generation sagen, das ist jetzt nicht nur mein Anlaufpunkt, wenn ich die jüdischen Feiertage herankommen sehe oder wenn ich eine jüdische Hochzeit möchte oder eine jüdische Beerdigung oder eine Bar Mitzwa für meinen Enkel oder für meinen Sohn. Sondern wie sollten sich die Gemeinden im Prinzip ein Stück bewegen, damit sie attraktiv sind? Ein Teil dieser Fragen zielte im ganzen Stück in die Richtung. Das ist aber jetzt für uns als wissenschaftliches Institut von außen, hat für uns jetzt nicht diese Relevanz. Es war interessant zu lesen, dass teilweise die Leute dort gesagt und die am Rand eher der Gemeinde stehen oder kein Mitglied sind oder eben relativ selten in den Gemeinden präsent sind, dass sie sich eine Verbesserung wünschen im Gemeindemanagement, dass sie sagen, wir werden, wie gesagt, jetzt Einzelne, ne? man müsste dann begleitend Interviews führen mit den Leuten, zu sagen, an welchen Orten, in welchen Städten fühlt ihr euch von euren Gemeindeleitungen nicht ernst genug genommen, einfach nicht herzlich genug beispielsweise, dass dann am Ende es passieren kann, dass die Leute sagen, das ist mir zu kalt, dann gehe ich entweder zu Chabad Lubavitch oder ich gehe zur Kirche.
Und das sind eher dann so Fragen gewesen, wo wir uns jetzt als Mendelssohn-Institut nicht einmischen würden. Aber generell jetzt, was die Weltsichten sind, die Fragen auch dazu, inwiefern, wie fühlt man das Verhältnis zwischen nicht-jüdischer Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Gemeinschaft, wie groß schätzt man ein Problem ein von Antisemitismus oder so, da gehen die Umfragen gehen da konform. Gut, dann ist es zumindest eine Basis. Aus meiner Sicht, als ich diese Resultate gelesen habe, dachte ich, das wäre ein gefundenes Fressen für Sie und Ihre Kollegen, und Sie würden dann mit Ihren Methoden, mit Ihrem Vorgang das einfach nehmen und wiederum neu untersuchen, weil das Material liegt da. Ja, ja. Und Sie verneinen das. Ja. Das ist für Sie in diesem Sinne weniger gebrauchbar. Also für uns ist das weniger, also jetzt unser Institut, das Mendelssohn-Zentrum, forscht jetzt zwar eher auf einer europäischen Ebene, jetzt eher der Forschungsschwerpunkt hat sich jetzt ein Stück verschoben. Also bis jetzt war das sehr viel Migrationsforschung. Jetzt geht es vor allem auch darum, ein Stück zu schauen, wie läuft Interaktion zwischen, also jetzt nicht nur den jüdischen Gemeinden, sondern auch diejenigen, die außerhalb der jüdischen Gemeinden sind. Wie ist die Qualität von, also gibt es da jetzt quasi ein neues Verhältnis zwischen engagierten Nichtjuden, also wie wir sie jetzt hier im Raum haben, egal ob DIG oder Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit oder auch Intellektuelle oder auch Medien, Kulturzentren, inwiefern, wie viel geht jetzt 80 Jahre noch nach der Shoah gemeinsam zwischen jüdischen Protagonisten und nicht-jüdischen engagierten Leuten. Das vergleichen wir gerade in 5 verschiedenen Ländern. Das ist ein EU-gefördertes Projekt, und zwar in Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Deutschland, und wollen dann einfach mal schauen, hat sich nach all dem Bruch, nach Shoah und nach Kalten Krieg gibt es eine neue Basis, was im Miteinander, was kann man gemeinsam machen und wo bleiben eben unüberbrückbare Gegensätze? Eine wichtige Frage aber auch noch zum Beispiel, rückt man jetzt auf eine ganz andere Art und Weise zusammen, wenn beispielsweise Antisemitismus von außen kommt. Ne? Also das ist jetzt nicht das Thema unseres heutigen Abends, aber beispielsweise, da gibt es ja auch in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedliche Formen von Bedrohungen, die dann natürlich auch in den Gemeinden wahrgenommen werden. Also beispielsweise in Ungarn, das ist wirklich total irre. Es gab europäische Umfragen in den Gemeinden selbst jetzt zweimal, die sogenannte Fundamental Rights Agency. Haben Sie das Gefühl, dass der Antisemitismus in Ihrem Land stärker wird? Und das waren bei der ersten Umfrage 2012 waren nur 8 EU-Länder dabei, aber Ungarn war immer dabei. Und dann nochmal in der zweiten Umfrage waren es 14 Länder gewesen. Und also diese Spanne zwischen 2012 und 2017, das war wirklich, das war alarmierend. Also in fast allen Ländern haben die befragten Leute in den jüdischen Communities oder auch außerhalb, aber es waren nur Respondenten mit einem jüdischen Background, haben das bestätigt, haben gesagt, ja, wir haben das Gefühl, das wird schlimmer. Antisemitismus nimmt einfach zu, aber in Ungarn unter Orbán beispielsweise, die ungarischen Respondenten, da war das Gegenteil. Die haben gesagt, die fühlen sich jetzt sicherer als noch vor 12 Jahren oder 8 Jahren oder vor 8 Jahren. Wir wissen aber, dass zum Beispiel in Ungarn ist politischer Antisemitismus sehr stark ausgeprägt. In Ungarn kann eine rechtsextreme oder rechtspopulistische Partei, kann dort einen Antrag einbringen ins ungarische Parlament und kann sagen, wir müssen jetzt mal alle jüdischen Parlamentarier in entsprechenden Listen erfassen, weil die sind ja sowieso viel mehr loyal zu Israel als gegenüber unserer ungarischen Heimat. Also sowas läuft, wird natürlich dann abgeschmettert, gibt genug Parteien, Mehrheiten, die dann sagen, hier, ihr habt sie nicht alle. Aber das, stellen Sie sich mal vor, dass selbst die AfD im Bundestag erklären würde, wir müssen jetzt mal eine Liste von Juden anlegen, weil die Juden sind eigentlich viel mehr an Israel dran. Also das sind keine Patrioten, das sind keine deutschen Patrioten.
Also sowas zum Beispiel ist ausgeprägt in Ungarn, aber die ungarischen Juden haben quasi haben das Gefühl, dass sie physisch sicher sind. Ne? Das ist eine steile Vorlage für mich. Ja. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Also jetzt im gesamteuropäischen Rahmen, oder? Nehmen wir das, was uns eher bekannt ist. Die Situation in Deutschland, Steigerung der antisemitischen Vorfälle, damit koloriert das Gefühl der Juden, dass es unangenehmer ist. Mhm. Ja, es ist immer so ein Stück. In Ungarn beschreiben Sie ganz korrekt die Lage, mhm, beziehungsweise die Lage im politischen Spektrum. Mhm. Aber alles andere ist vielleicht nicht Ihrem Blick. Warum erlauben sich die Juden dann, das Milde auszuwerten? Mhm. Warum empören sie sich nicht genauso viel? Für Ungarn, wie gesagt, kann ich das, wie gesagt, für Ungarn, da bin ich noch nicht dran, das ist noch nicht ausgewertet, da kann ich eigentlich relativ wenig dazu sagen. Die Frage ist ja immer auch, aber das können Sie vielleicht jetzt auch für Bremen beispielsweise besser beurteilt. Ich weiß nicht, ob Bremen an diesen EU-Umfragen quasi ein Stück mit teilgenommen hat oder einzelne Personen. Die Frage ist ja auch immer eine Frage der Wahrnehmung, aus welchem Milieu heraus empfindet man die größte Bedrohung. Und wenn wir jetzt einfach mal kurz Frankreich und Deutschland vergleichen. Frankreich, es ist bekannt, aus Frankreich wandern jedes Jahr tausende französische Juden, was heißt die emigrieren. Das heißt, ja. Auswandern wäre zu harmlos. Die verlassen ihr Land, weil sie sagen, ich halte diesen permanenten antisemitischen Druck nicht aus. Meine Kinder erleben Anfeindungen im Kindergarten, in der Schule. Ich habe aber auch keine Lust, sie umzuschulen, weil in der anderen Schule gibt es dann wieder andere Probleme. Es gibt permanente terroristische Anschläge, es gibt Todesopfer. Mal geht es gegen die gesamtfranzösische Gesellschaft, mal ist es ein Club wie das Bataclan oder ein Fußballstadion, mal ist es eine ausgewählte jüdische Gemeinde. Frankreich hat ein permanentes Problem mit radikal-islamistischem Terror und radikal-islamistischem Antisemitismus. Und der Druck ist so groß, dass eben Tausende gehen, jedes Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Deutschland die Ängste da sind, dass es sowas sich etwas entwickeln könnte wie französische Verhältnisse. Zum Glück gibt es das in dieser Frequenz schwere Übergriffe, Terroranschläge. In dieser Frequenz gibt es das zum Glück in Deutschland nicht. Also es hat diesen wahnsinnigen Anschlag in Halle gegeben, was ja jetzt genau 2 Jahre zurückliegt. Aber Frankreich ist dort was vollkommen anderes. Aber hier wird, denke ich mal, das bekomme ich eher so aus dem sächsischen Raum beispielsweise mit, Die AfD wird als eine Bedrohung empfunden auf der politischen Ebene und natürlich nimmt man die Verfassungsschutzberichte ernst, dass das rechtsextreme Spektrum also eine ganz schöne Renaissance erlebt, also dass am rechten Rand in Deutschland sehr viel passiert, verbal offen sowieso, aber das scheint das Hauptproblem in Deutschland, also auch von der empirischen Lage her, scheint das Hauptproblem in Deutschland zu sein, auch in Bezug auf Judenfeindschaft und Antisemitismus. Aber vielleicht ist ja wird das ja in der Gemeinde ganz anders diskutiert und wir wissen das nur nicht. Das kann passieren. Ich habe jetzt versucht, Ihnen entgegenzukommen mit meinen Fragen. Jetzt werde ich den Ton ändern. Mit Ihrem ersten Statement zum Thema neues deutsche Judentum haben Sie verbunden eine Beschreibung der geschichtlichen Abläufe. Sie haben es korrekt beschrieben, aber ich glaube, die Kausalität haben Sie nicht einmal erwähnt. Ich provoziere Sie. Ja, wir kennen uns. Passierte es dem Lande, dass die Juden auf einmal hierher gekommen sind, und zwar in der Größe 200.000, die dann zur Hälfte an die Gemeinden angebunden sind. Es passierte einfach so, das ist sozusagen eine Laune der Geschichte, mit der das Land und die Mehrheitsgesellschaft zurechtkommt und sich freut. Das ist eine Sicht der Dinge in sehr verkürzten, in sehr vereinfachter Form. Wäre es ungefähr so, wie ich sie verstanden habe.
ich verstehe jetzt eine Möglichkeit, eine alternative Sicht der Dinge aufzustellen, bestimmt genauso vereinfacht, ich versuche auch kurz das zu formulieren. Es ist möglicherweise ein sozialpolitisches Experiment, einzigartig in der Geschichte. Nämlich Deutschland, nachdem das jüdische Leben ausgerottet wurde, buchstäblich vernichtet, nutzt eine Vorlage, eine Möglichkeit, die durch die DDR letzte Jahre, wie Sie das absolut korrekt beschrieben haben, entstanden ist und übernimmt die Chance, die Juden zu sich zu holen, die es sich wünschen. Aus ganz anderen Gründen, aus ganz bestimmten Situationen heraus, aus dem Lande, wo es viel schlimmer ist. Das ist eine Flucht. Diese Flucht ist willkommen aufzunehmen und auf diese Weise nicht die Gemeinden als solche zum neuen Leben zu bringen, sondern neues deutsches Judentum aufzubauen. Das heißt, es ist ein Projekt, bei dem man meint, wenn die Menschen kommen, dann wird es wohl schon von alleine sich bringen. Und was daraus sich ergibt, das wäre dann nächstes Kapitel dieser Diskussion, aber ich fokussiere vorerst auf diesem Punkt. Gibt es hier eine Laune der Geschichte, übertrieben gesagt, oder gibt es hier eine Kausalität? Kausalität im Sinne von einer politischen Entscheidung, wir wollen das, wir stehen dazu, wir versuchen es, auch wenn wir nicht wissen, wie es läuft, weil keiner hat uns erzählt, wie es geht, weil es noch keiner gemacht hat. Also ich würde eher dazu neigen, es ist eine Laune der Geschichte, weil ich denke, an der Stelle wird Politik überschätzt. Also zumindest die deutsche Politik wird an der Stelle, es war ja nicht so, dass die deutsche Politik aktiv gesagt hätte, kommt bitte hierher. Also selber die Regierung, die letzte DDR-Regierung, Lothar de Maizière, die standen, das hat de Maizière vor kurzem auch nochmal in einem Interview gezeigt, die standen unter enormem Druck, weil Israel gesagt hat, Moment mal, wir haben nicht 40 oder 50 Jahre massiv dafür gekämpft, dass wir unsere Olim Hadashim nach Israel bekommen, irgendwie, das war ein harter Kampf. Und jetzt gehen die quasi ins Land der Nazitäter. Also das war ja damals am Beginn der 90er. Das selber habe ich beispielsweise auch erlebt bei Interviews in Israel selbst, dass mich dort Interviewpartner, die eben auch aus Petersburg, Odessa, Kiew, woher auch immer gekommen sind, gesagt, wir fragen Sie jetzt zurück, wie kann es sein, dass Menschen nach dieser Geschichte nach Deutschland gehen irgendwo. Also dieser Spannungsbogen war da, aber Israel, vor diesem Spannungsbogen hat Israel von Anfang an Druck gemacht, hat gesagt, wir wollen nicht, dass jetzt eine größere Zahl da nach Deutschland. Und die deutsche Politik, irgendwann hat sich das war so, würde ich mal sagen, so ein Mediendiskurs, da sind auch sehr viele Journalisten, haben gesagt, hey, das ist die Chance, jetzt kommt eine größere Zahl. Irgendwann, es hat auch eine Weile gedauert, ehe sich der Zentralrat der Juden so richtig gefreut hat oder das als eine Chance begriffen, die waren eigentlich alle ein bisschen schwerfällig, auch die Politik war schwerfällig. Und dann, die Politik hat sich auf diesen Standpunkt zurückgezogen, okay, wir schaffen relativ günstige Rahmenbedingungen. Wenn ihr wollt, ihr könnt hierher kommen, ihr bekommt das volle Sozialsystem, das Bildungssystem, Arbeitserlaubnis, verwirklicht euch, den Rest müsst ihr quasi selber machen. Würde ich jetzt persönlich auch, es ist ja eine sehr emotionale Diskussion gewesen, ich denke, man hat zu dem Zeitpunkt, wo die Politik hätte reingrätschen können, und das hat unser Institut eigentlich auch gewollt, also man hat uns zeitweise gefragt, Politikberatung, was könnte man bei der Integration verbessern? Und dann haben wir gesagt, dann guckt doch einfach nach Israel. Israel kriegt 1 Million Leute rein, auf 5 Millionen Gesamtbevölkerung, damaligen. Also eine irre Herausforderung, wo auch nicht alles gut gehen kann. Die Israelis sind zum Erfolg verdammt, weil wenn das jetzt hier schief geht, dann kommt gar niemand mehr nach Israel. Aber man will eine permanente jüdische Einwanderung. Es ist ein zionistisches Einwanderung. Aber die haben Trial and Error, die hatten die Programme. Die haben Spezialprogramme gemacht für Wissenschaftler, sogenanntes Absorptionszentrum. Also nach Israel sind etwa 12.000
ich meine jetzt nicht die Mediziner, nicht allgemein akademischer Abschluss, sondern pure Wissenschaftler, Biologen, Chemiker, alle möglichen Entwicklungstechnologien, die sind da runtergekommen. Da war damals schon das Land zu klein, um die alle sofort in Lohn und Brot zu bringen. Aber dann haben die natürlich Fantasie entwickelt. Die haben das System, ich weiche ein kleines bisschen ab, ich komme aber dann zurück. Nee, ist alles richtig. Das System der sogenannten technologischen Inkubatoren entwickelt. Das heißt, wir haben keine Stelle an der Uni für euch, auch nicht am Weizmann-Institut in Rehovot. Aber ihr kriegt ein kleines Labor, ihr bekommt ein Stipendium, 3/4 Gehalt oder 50% eines Wissenschaftlers in Israel. Und ihr kriegt 2 Jahre Zeit, also ihr müsst jetzt nicht auf Jobsuche gehen, ihr könnt die volle Infrastruktur und Technik der Unis mit nutzen, entwickelt eine Technologie oder ein Medikament oder eine Membran für irgendein Hi-Fi-Gerät irgendwo und damit müsst ihr dann irgendwie weitermachen. Danach müsst ihr selber schwimmen. Also entweder ihr geht auf den freien Markt oder ihr gründet euer eigenes Institut und von diesen technologischen Inkubatoren das ist weltweit einzigartig gewesen. 50% von denen hatten Erfolg. Die haben ein Patent entwickelt oder ein Medikament. Und dann ging es weiter. 50% standen danach da und hatten erstmal nichts, aber die hatten in den ersten 2 Jahren nach ihrer Übersiedlung nach Israel, hatten die wissenschaftliche Praxis und damit sind die im Kopf fit geblieben. Das ist, soweit hat die deutsche Politik eben nicht gedacht, man hat gesagt, ist doch toll, wir machen für euch große Rahmenbedingungen, ihr müsst frei schwimmen, andere Immigranten kriegen das doch auch nicht, also bitteschön und macht das Beste draus. Von unserer Seite her ist alles. Und wenn jetzt die Gemeinden wachsen, wir finanzieren natürlich den Bau der Synagogen mit, that's it. Also man hätte diesen Schritt noch weiter denken können und zu sagen, wenn wir die Wissenschaftler alle fit kriegen, hat das eine unheimliche Innovation, auch bei IT oder bei Biochemie oder irgendwo, dass das, was Israel jetzt erntet an der Stelle, in bestimmten Bereichen, Stammzellenforschung und aber auch andere Bereiche, Solar, führend, überall dort sind auch die sogenannten Russen dabei. Das heißt, also man hätte sich auch selber was Gutes tun können, dort ein Stück mehr zu investieren, als dann eben zu sehen, dass ein Teil von den Akademikern völlig enttäuscht ist. Ne? So, da hat sozusagen die deutsche Politik aus unserer Sicht auch ein bisschen was quasi jetzt verschlafen. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, ist das jetzt ein Experiment, ein soziales Experiment mit den Gemeinden, wie so ein Laboratorium. Mal gucken, was da jetzt quasi entsteht. So weit hat die deutsche Politik eher nicht gedacht. Das ist ein Hype von den Medien gewesen. Und man hat es übertrieben. Und es gab teilweise, muss ich jetzt auch selbstkritisch meine eigene Zunft angucken. Also jetzt, ich sehe das jetzt nicht bei den deutschen Forschern, aber es hat zum Beispiel eine französische Politologin, die gibt es auch noch nach wie vor und die ist auch in dem Feld, Diana Pinto heißt die. Und die hat den Begriff in den wissenschaftlichen Diskurs gebracht von einer jüdischen Renaissance in Europa, dass das möglich wäre. Und dann hat sie auch noch gesagt, und Deutschland könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die hat zum Beispiel nicht auf die Zahlen geguckt. Die war in blumischen Träumen. Wenn man sich nämlich einfach mal das europäische Judentum anschaut, nur von den demografischen Facts, ganz grausam natürlich jetzt nochmal, wir nehmen den Beginn des Zweiten Weltkrieges. In Europa leben damals etwa 9 Millionen Jüdinnen und Juden. Am Ende des Zweiten Weltkriegs sind es noch 3 Millionen. Jetzt, im Jahre 2021, da gibt es, der sitzt an der Hebräischen Universität, Sergio Della Pergola, es ist der Experte für jüdische Demografie weltweit heute. Also er und sein Team gehen von etwa 1,5 Millionen Jüdinnen und Juden aus in Europa. Also die man treffen kann, quasi, die auch mehr oder weniger aktiv sind. Also das hat sich quasi demografisch gesehen vom Ende des Zweiten Weltkriegs zu heute nochmal halbiert. Und dann gibt es halt auch Wissenschaftler wie der Bernard Wasserstein, das ist, glaube ich, an irgendeiner Uni in England, ein Zeithistoriker, der hat ein Buch darüber gemacht, The Vanishing Diaspora, Europa ohne Juden, sagt er. Der sagt, also der malt die düstere Perspektive, der sagt,
Wir haben genauso wie im europäischen Christentum, also den Islam nehmen wir mal raus, aber im Christentum und im Judentum haben wir Effekte einer schleichenden Säkularisierung. Es gehen immer mehr junge Leute auch aus den Gemeinden raus, weil sie sagen, mir ist die Kirchensteuer zu viel oder hier die Gemeindesteuer. Oder das religiöse Angebot ist mir doch nicht attraktiv genug. Das heißt, alle jüdischen Gemeinden in Europa haben auch permanent, genauso wie die Großkirchen zumindest, damit zu tun, dass man Mitglieder verliert, schleichend immer mehr. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer. Das heißt, nach dieser schönen Zuwanderungsgeschichte und solchen Termini wie von Diana Pinto, oh, das könnte eine jüdische Renaissance werden, holt uns die Wirklichkeit auch wieder ein Stück ein. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland, die allermeisten sind, also von der Alterspyramide her überaltert. Deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass Projekte mit jungen Leuten, mit Jugendlichen, aber dann eben auch mit denen beispielsweise von Elis gefördert, dass man die in die Gemeinden reinbekommt. Wenn man das absolute Horrorszenario mal malt und sagt, die jungen Leute sind nicht zu begeistern, dann stehen diese 30 oder 35 neu gebauten Synagogen möglicherweise in 30 Jahren leer und sind Begegnungszentren mit einem schönen Kaffee drinne. Also ganz böse Zyniker würden sagen, das sind dann auch wieder schöne Museen. Das wäre tatsächlich das Horrorszenario. Aber es ist ja noch vieles in Bewegung. Ich habe das mit den Israelis habe ich eher dargestellt, man muss mal gucken, die sind da, das sind auch viele junge Familien dabei, die sortieren sich. In anderen Ländern, in den USA, in Frankreich, Großbritannien, haben sie ihre eigenen Netzwerke, also sind auch nicht völlig getrennt von den jüdischen Gemeinden. Das wäre eben die große Hoffnung, dass man sagt, die kriegt man irgendwo. Das wäre wahrscheinlich auch die Hoffnung vieler Gemeinden, dass man, ich weiß nicht, wie viele Israelis jetzt in Bremen beispielsweise leben. In Potsdam sind es ein paar wenige Familien. In Frankfurt sind es bestimmt ein paar hundert oder ein paar tausend auch. Nicht so eine große Gruppe wie in Berlin, aber dass man die irgendwie mit reinkriegt und sagt, hey, wir arbeiten an unserer Zukunft. Aber Ausgang ist völlig offen irgendwo. Aber ich würde es nicht als ein Experiment bezeichnen. Ich wollte eigentlich nur ein Stück sagen, was wirklich beendet ist, aber das war eigentlich schon mit der Shoah beendet, die Tradition des deutschen Judentums weitgehend eher im 19. Jahrhundert, dieser große Boom nochmal, also religiös gesehen eher liberales Judentum, aber gesellschaftliches Establishment auch extrem verbunden mit der deutschen Kultur, irgendwie auch in der Musik. Es sind ja alles Leute gewesen, die haben auch Richard Wagner gemocht, total, als eigentlich einen totalen Antisemiten, ja. Oder die mochten auch Luther und die mochten auch natürlich die ganzen deutschen Schriftsteller, Klassiker, also die sich auch noch extrem deutsch gefühlt haben, aber auch sehr selbstbewusste deutsche Juden waren. Diese Linie ist komplett weg. Und es gibt noch ein paar Nachfahren, Michael Wolfson, der Historiker, einer davon, der sagt, der setzt sich ins Podium und sagt, ich bin hier ein Fossil. Meine Gruppe stirbt aus, die gibt es in 20 Jahren gar nicht mehr. Und wir haben eben jetzt quasi vorrangig die osteuropäischen Juden in den Gemeinden, russischsprachig, teilweise, ich weiß nicht, ob das in Bremen auch erkennbar ist, aber in manchen größeren oder mittleren Städten, dass es gibt tatsächlich einen bestimmten Prozentsatz an jungen Leuten, die aus der früheren Sowjetunion gekommen sind, die sehr religiös werden. Also die auch ihre eigenen Netzwerke haben, auch von die Absolventen hier, von diesen Rabbinerschulen. Das sind viele, sehr viele dabei, die wirklich diesen Hintergrund auch haben. Also die Familie ist Ex-Sowjetunion und die wollen aber ganz gezielt Rabbiner werden. Also da gibt es sozusagen, zu einem bestimmten Prozentsatz gibt es schon auch so ein religiöses Revival, aber es ist immer die Frage, wie viele sind das eigentlich? Viele von den Studierenden, jetzt ist es mir wieder eingefallen, dieses traditionelle Rabbinerseminar in Berlin ist in der Tradition von Esriel Hildesheimer, sehr traditionell, sehr orthodox, also modern orthodox. Die findet man auch, bei den Liberalen findet man welche, aber
Man braucht dann natürlich zu diesen religiösen, sehr religiösen Protagonisten, die begeistert religiös sind, begeistert jüdisch religiös, man braucht natürlich dann auch die Resonanz bei den jungen Familien. Das müsste so, also dass man so einen Effekt hat, dass das Kreise zieht und wir werden sehen, wie es in 10 Jahren aussieht, in 20 Jahren, in 30 Jahren, ob vielleicht auch nochmal 20.000 Israelis nach Deutschland kommen wollen, denen das Land auch zu klein wird. Kann man auch nicht ausschließen. Ne? Also wenn Dani Kranz, die Soziologin, jetzt gerade sagt, ja, es scheint so jetzt irgendwie, es scheint schon so ein bisschen auszulaufen, da kommen nicht mehr viele oder so. Aber die Welt ist voll mit Überraschungen in den letzten 30 Jahren und vielleicht kommen wir noch zu weiteren Überraschungen in den nächsten 30 Jahren. Also mein Grund, aus der Kirche oder aus einer Gemeinde auszutreten, ist, dass es zu kalt ist. muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird hier immer kälter im Raum und wir sind schon kurz nach 9. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch mal fragen, ob es ganz dringend Fragen gibt. Wir sollten uns vielleicht noch 10, 15 Minuten nehmen, die noch zu beantworten. Da ist eine Frage, die nehme ich gerne. Bitte. Nochmal zurück zum eigentlichen Thema der russischen Juden. Und ich hatte gehofft, dass, wenn Herr Pantelejew sich mit an den Tisch setzt, dass er vielleicht einiges von dem, was Sie allgemein gesagt haben, konkretisiert, bezogen auf die Erfahrungen in der jüdischen Gemeinde in Bremen. Dann müssen Sie mich konkret fragen. Wie ist hier die Integration gelungen? Oder nicht gelungen, welche Probleme haben Sie gehabt? Es war davon die Rede, dass in den 90er Jahren es viel, viel Streit in den Gemeinden gegeben hätte. Ich hätte es ganz gerne mal etwas konkreter, nicht so allgemein. Und das können Sie ja am besten. Ich bin aber nicht Vortragende. Die Frage noch mal ergänzen, ja. mit dem Aufgreifen dieses Bonmots aus Israel oder aus Palästina, kommen Sie aus Berlin oder aus Überzeugung. Ich könnte jetzt auch fragen, kamen die Leute aus Leningrad oder Kiew oder kamen sie aus Überzeugung? Weil es ist mir nicht ganz klar geworden. Einerseits, das Verhältnis der zwei Aussagen. Einerseits wird gesagt, die Juden in Russland, in der Sowjetunion, konnten nicht ihre Religion leben, sie wurden verfolgt. Das sind zentrale Gründe dafür, dass sie gekommen sind. Andererseits höre ich aber immer wieder, dass sie wenig jüdische Traditionen mitgebracht haben. Also wie verhält sich das zueinander oder kann man diese Frage, kommen sie aus Leningrad oder Überzeugung, kann man die irgendwie beantworten, außer dass es ein Bonmot ist? Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was aus Ihnen geworden ist hier in Bremen. Ne? So. Ich kann einsteigen, ich möchte nur noch eine Referenz, Bestätigung an Herrn Glöckner geben. Ich wusste, wen ich provozieren darf. Es gab eine sehr schöne Antwort, vielen Dank dafür. Die Situation der Juden in Bremen ist, wie ich schon seit Jahren versuche, der Politik der Stadt klarzumachen, eine fragile. Wir haben eigentlich kaum Chance, in den zwei nächsten Generationen hier noch eine Gemeinde zu führen. Sie müssen sich das rein statistisch vorstellen. Der Spezialist an meiner linken Seite kann das bestimmt bestätigen. Laut der Soziologie überlebt eine jüdische Gemeinde ab 4.000 Mitglieder. Berlin, Frankfurt, Köln sind überlebensfähig. Wir sind es nicht. Wir haben extra mit großen Anstrengungen einen Kindergarten vor 20 Jahren aufgebaut. Wir haben vor einigen Jahren Krippe daran angebaut. Man muss sich vorstellen, wir haben unser Kindergarten, unsere Krippe ist offen für die Stadt und wird benutzt von verschiedensten Familien. Christen, Muslime sind alle drin. Es ist offen. Aber ursprünglich oder als Hauptanliegen ist es hier, unsere Jugend, unsere Kinder, unsere Zukunft zu fördern. Als wir davor Wind bekommen haben, wir können eine Unterstützung bekommen, um Krippe daran zu bauen, haben wir überlegt und wir haben gefunden, was für ein Zufall, dass gerade etwa 5 junge Familien im Begriff waren, Kinder in die Welt zu setzen.
Dann haben wir dem Projekt zugestimmt. Die Gemeinde stand 2 Jahre Kopf. Umbauarbeiten bedeuten ziemlich viel Lärm und Anstrengung und alles Mögliche. Unser Leben als der Gemeinde Leben stand wirklich oben. Und daraus ist entstanden die Möglichkeit für 5 jüdische Kinder in dem Kindergarten, im Hort zusammen zu wachsen, in der Umgebung, in dem Umfeld, in sehr schöner Zeit. Also nehmen wir jetzt, sagen wir, bis sie 10 wurden inzwischen schon, haben sie diese Möglichkeit, jüdisch sich zu fühlen, zu entwickeln. Dabei sind deren Familien selbst, Einwanderer der ersten Generation, dem nicht gewachsen. Das heißt, das jüdische Leben in diesen jungen Familien existiert nur dank der jüdischen Gemeinde, den Anstrengungen unseres Rabbiners. Das heißt, es geht darum, wenn diese Kinder durch die Schule gegangen sind, die wir nicht haben. Wir haben keine jüdische Schule, aber für 5 Kinder, für 10 Kinder, für 20 Kinder ist es nicht möglich, eine funktionierende Schule aufzubauen. Es ist wirtschaftlich einfach unmöglich. Wir hatten ein Projekt mit St. Johann, aber es blieb ein Projekt, es funktioniert einfach nicht. Und wenn diese Kinder also in der Stadt bleiben, das heißt studieren und Arbeit finden, wenn sie hier die Familien gründen und in der Gemeinde bleiben, dann ist es eine Perspektive. Jetzt haben Sie alle bestimmt Arithmetik mal gelernt. Was wollen wir meinetwegen mit 20 Kindern angesichts der Perspektive, der Alterspyramide und der Zahlen? 2 Zahlen wiederum pendant dazu, was wir gehört haben. 120 Juden waren hier vor der Welle der Zuwanderung der sowjetischen Juden oder sagen wir russischen Juden. 2005 war Maximum das Zehnfache davon, nämlich 1200 Juden, sind heute 800. Das ist ein natürlicher Prozess. Und das Weitere, würde ich sagen, wer in der Mathematik gut sich fühlt, kann man dann diese Regression für sich schon vorstellen, wie es laufen wird. Es ist deswegen aus meiner Sicht ein waghalsiges soziales Projekt, das bestimmt nicht so gedacht war und deswegen es ist schwer zu sagen, was daraus sein wird. Wir arbeiten daran und sehr viele arbeiten daran als Ehrenämtler. Wir haben einen Stab von Mitarbeitern, die uns helfen, aber grundsätzlich das Gemeindeleben lebt von innen aus. Ich beende dieses Kapitel. Das andere Thema wäre, was kann aus diesen jüngeren Menschen werden? Wie kann man dann als jüdisch stolz sich zu führen? Da wollte ich auch eigentlich anknüpfen an das, was Herr Glöckner über 3 Namen gesagt hat. Sie alle lesen Zeitungen, Sie alle schauen fern. Sie sehen bestimmt diese 3 Namen ziemlich stark vertreten im medialen Bereich. Das sind Menschen, die jüdisch sind, benehmen sich aber wie Berufsjuden. Das heißt, sie spielen die Karte ihrer Herkunft, um im Leben anzukommen. Wie viele Parteien hat Sergej Lagodinsky schon gewechselt, um besser im Leben dazustehen? Was wird aus seinen jüngeren Kollegen werden, erleben wir jedes Mal, wenn sie im Fernsehen eine Option hat, sich zu zeigen. Es ist konträres Projekt der Medien und das ist das Thema, welches wir zum Glück in Bremen nicht haben. Zum Glück, weil fruchtbarer Boden dafür in der medialen Szene nicht existent ist. Radio Bremen muss mehrere Male befragt werden, um sie dazu zu bewegen, Sendungen über das Gemeindeleben zu machen. Voriges Jahr gab es richtige Konflikte zu diesem Thema. Dieses Jahr, Sie haben bestimmt alle das erlebt, gehe ich davon aus, wie die Gemeinde gefeiert hat, 60 Jahre dieses Hauses. Und wir haben eine Tora-Rolle-Einweihung, eine neue Tora-Rolle wurde hier eingeweiht, gefeiert.
Halbes Jahr haben wir vorbereitet, 5 Sendungen dafür bei Butten und Binnen einzuplanen. Fast jeden Tag gingen die Gespräche. Es war eine schwere Arbeit. Und das zum ersten Mal seit 20 Jahren, die ich in diesem Ehrenamt bin. Man kann sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ich wollte Ihnen ein Beispiel geben, wie es funktioniert und was daraus wird. Es waren gute Sendungen. Sie haben Wahrheit von uns gezeigt. Und diese Wahrheit kann man auswerten. Diese 5 Sendungen kann ich übrigens wirklich als Forschungsmaterial empfehlen. Ehrlich. Habe ich alles beantwortet oder nicht? Ja, die Geschichte mit aus Leningrad oder Überzeugung. Gerne, gerne. Nur ganz knapp. Gerne. Ich fasse mich kurz zusammen. Sie werden von den meisten von uns keine Wahrheit hören, weil es ist die Frage der Lebensplanung. Mhm. Die meisten haben durch das Leben in der Sowjetunion gelernt, Wahrheit nicht sagen zu dürfen, weil es strafbar ist, weil das, was darauf folgt, ist eine regelrecht harte Strafe, wenn man die Wahrheit sagt. Deswegen tun es die wenigsten. Ich kann Ihnen aber versichern, das Leben in der Sowjetunion war für die Juden ein Horror. Die meisten von uns haben hart gelitten und es war ein Überlebenskampf. Mhm. Und die Folge davon ist es, dass die Eltern den Kindern so lange wie möglich es vorenthalten haben, zu sagen, wir sind Juden. Ich durfte es erst dann erfahren, als ich zum ersten Mal in der Schule als Jude verprügelt wurde. Davor wusste ich es nicht. Und alle anderen Beispiele erspare ich Ihnen und mir. Und die meisten, die gekommen sind, sind eine Art Auswahl von denen, die nach Israel, nach USA, Kanada und so weiter schon gegangen sind. Diejenigen, die früher aus freien Stücken, aus mutiger Entscheidung sein Leben zu bestimmen, früher gegangen sind, haben hier viel erreicht. In 70er Jahren, in 80er Jahren war es möglich. Diejenigen, die ab Anfang 90er Jahre gekommen sind, wurden als Kontingent Flüchtlinge genannt, behandelt und kaum einer hat so viel im Leben erreicht, bis heute kann ich sagen, wie zum Beispiel hier anwesende Don Iafe, der führende Cellist des Bremer Philharmonischen Orchesters, sein Lebensabend geführt hat und danach noch ein Komponist werden durfte. Das heißt, diese Art und an eigenem Leben... Und er ist 75 Leben, gekommen, ne? Bitte? Er ist 75 genau, gekommen. Genau, in 70er Jahren. Ja. Und in diesem Sinne ist es ganz wichtig zu sagen, dass die Menschen, die fähig sind zu kämpfen, für sich zu stehen und durchzusetzen, trotz Widerstände, die sind in der ersten Linie nach Israel gegangen, wo sie Entdeckungen, Patente gemacht haben, in die USA, um dort Karriere zu machen und Politik zu machen. Die sind erste Migrationswelle Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, das sind die Folgen, wer Mut hat, geht als Erste. Wir sind die Schwächsten, die gekommen sind. Und was mit unseren jungen Männern passiert, die überhaupt hinter den Zaun der Gemeinde nicht wagen zu treten, weil sie Angst davor haben, was da passiert. Ich kenne einen sehr netten Juden, der ursprünglich aus Argentinien über Israel nach Deutschland, nach Bremen gekommen ist. Der hat Angst, deutsche Bahn zu fahren, weil er denkt an die Transporte der Shoah-Zeit. Mhm. Diese Verknüpfung als Trauma sitzt in einem Menschen, der das nie gesehen hat. Das heißt, diese Ängste sind sozusagen größer da bei denen, die zu lange gewartet haben, um eigenes Leben zu bestimmen. Deswegen würde ich sagen, nur sehr schwierige Prozesse der Befragung. Sie müssen so Fragen stellen, dass Sie dann es auf die Wahrheit prüfen können. Ich weiß nicht, ob Ihre Methode so weit gegangen ist. Die meisten sind aus wirtschaftlichen Gründen gekommen, weil es einfach nicht mehr zu überleben war. Und die Möglichkeit, jüdisch auszureisen, war die Rettung.
Deswegen so viele haben ihre Dokumente gefälscht. Deswegen so wenige sind in den Gemeinden angekommen. Die Hälfte, die nicht an den Gemeinden angesiedelt ist, hätten eigentlich wissen sollen, dass sie keine halachischen Juden sind. Sie haben es trotzdem genutzt. Gott sei Dank, sie haben sie gerettet. Dafür muss man eigentlich Dank aussprechen. Ja. Ob sie es tun oder nicht, ist es dann deren Sache. Ich sage immer wieder, ich bin von Moskau nach Deutschland gekommen, nicht um ein besseres Leben zu haben, sondern mein Leben zu retten. Mhm. Deswegen bin ich dankbar, ich habe es überlebt. Genug. Ich denke, wir geben dem Gast noch die Möglichkeit, noch ein Abschlussstatement zu machen. Wenn Sie noch was sagen möchten dazu zu den Fragen, Herr Glöckner. Ich denke, was Herr Pantelejew jetzt gesagt hat, ist, denke ich, gut, dass man das mit nach Hause nimmt und nochmal ein Stück. Das kann sich gut setzen. Von meiner Seite ist eigentlich soweit alles gesagt. Aber vielen Dank natürlich nochmal für Ihre Kondition und Kraft. Und ja, ich denke, wir sollten alle ein Stück vorausblicken. Finde es auch gut, dass wir heute mal wenig über Antisemitismus gesprochen haben. Das ist ein Thema, was uns aber demnächst vermutlich wieder begleiten wird. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Gemeinden, falls es in Zukunft wieder Vorfälle gibt, dass sie nicht nur ein paar wohlfeile Statements von der Politik hören, sondern dass es dann jeweils auch permanente Solidarisierung gibt, egal wo was vorfällt. Und ich denke mal, alle die von uns, die hier im Raum sind, haben auch das Potenzial, dann ein Stück sich mit zu Wort zu melden. Ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen, die eben leider noch dazukommt zu all den anderen Herausforderungen, die ich da versucht habe, ein Stück mit anzureißen, die Herausforderungen, die Gemeinden von innen haben. Also ich glaube, Politik kann jetzt in nächster Zeit, was die Entwicklung der Gemeinden macht, wenig machen. Doch. Ja? Also, doch. Okay. Dann, was kann Politik? Das ist eine zweite Diskussion. Ich meine, das ist ja auch eine zentrale Aufgabe der deutsch-israelischen Gesellschaft, natürlich, weil es sich mit unserer Arbeit zur Freundschaft mit Israel verbindet, ganz eng verknüpft ist. Das werden wir auch weitermachen. Ich will, bevor ich Sie entlasse, darauf hinweisen, dass ich da noch mal ein bisschen Material von uns hingelegt habe für diejenigen, die jetzt länger nicht mehr hier waren und das vielleicht noch nicht haben, hinweisen auf eine Veranstaltung, die am 21. ist, hier in Bremen in dem großen Saal der Glocke, das Jubiläumskonzert der Gemeinde zu dem Ereignis, was Herr Pantelejew erwähnt hat, 60 Jahre neue Synagoge. Da wird unter anderem auch ein Stück von Herrn Jaffe gespielt, unter anderem von seinem Sohn, der Solist ist. Also am 21. Oktober sind Sie dazu herzlich eingeladen, zu den normalen Bedingungen dort in der Glocke. Bleibt mir nur, Ihnen beiden zu danken. Ganz herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Auch wenn natürlich der Ausblick auf die Zukunft der Gemeinden so, ja, warten wir doch einfach auf ein Wunder. Vielleicht ist das Beste. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Oder besser gesagt, arbeiten wir an einem Wunder. Arbeiten wir an einem Wunder.